So, jetzt sitze ich auf meinem Fahrersitz. Ich habe ja einen Bagger von 59, schmale Kabine. Hier ist noch alles offen bei mir. Ich kann hier überall reingucken. Ich muss sogar hier reinlangen, weil mein Zündschlüssel und Anlassschalter sitzen am Motor. Das ist der Deutz F2L712 Einheitsstationärmotor. Hier oben die Kugel, das ist der Absteller. Schlüssel reinstecken, Anlassschalter ein Stück nach links bewegen, dann glüht er und dann, wenn du ihn noch weiter bewegst, startet er. Ganz simpel, einfach. Ich habe jetzt bei meinem Motor hier noch ein Fernthermometer nachgerüstet und ich habe hier einen Drehzahlmesser. Gut, so viel dazu. Dann haben wir hier ein Schaltgetriebe. Dieses Schaltgetriebe ist wie folgt aufgebaut. Es kann sein, dass bei dir der Rückwärtsgang gesperrt ist. Bei die Fuchs ist der Rückwärtsgang eigentlich gesperrt. Den brauchst du nicht, weil du zum Rückwärtsfahren ja das Wendegetriebe hast. Wird nicht benötigt. Das Wendegetriebe wird geschaltet über diesen Hebel hier drüben. Wenn ich fahren will, das ist jetzt Neutralposition, fürs Vorwärtsfahren ziehe ich den Hebel nach hinten und raste ein. Natürlich jetzt dann ungünstig. Jetzt ist eingerast. Das geht, wenn die Zahnräder laufen, leichter bei mir. Das war bei mir alles fest. Also ganz hinten eingerastet ist die Vorwärtsfahrposition ausgerastet. Vorne rastet er ebenfalls ein, ist Rückwärtsfahren. Funktioniert aber nur, wenn du natürlich 1, 2, 3 oder 4 geschaltet hast. Wenn du einen Rückwärtsgang drin hast, dann dreht sich das Ganze natürlich um. Wie gesagt, es kann sein, dass du in den Rückwärtsgang nicht reinkommst, dass er bei dir gesperrt ist. Das haben die gemacht. Da ist dann einfach wieder Bolzen im Getriebe oder was drin. Also wie es genau gelöst ist, weiß ich nicht. Ich kann ihn, wie gesagt, schalten. Ganz vor und hoch, das wäre jetzt Rückwärtsgang. Ist eine ganz schöne Sache, weil du kannst dann kraftschlüssig, wirklich kraftschlüssig mit Motorkraft den Kranhaken zum Beispiel senken. Weil durch das, dass der Motor rückwärts läuft, kannst du hier die Hubwinde bedienen. Ja, dieser Hebel hier, der bedient in diese Richtung die Hubwinde und in diese Richtung die Grabwinde. Also, hier anziehen bedient diese Winde. Wenn die Winde gezogen wird, schließt sich der Greifer. Diese Richtung bedient diese Winde. Die Winde spult es auf, hebt den Greifer. Das sind die zwei Funktionen, die dieser Hebel hat. Der ist nur für Arbeiten mit den zwei Winden. Das ist der Grab- und Hubwindenhebel. Also Grab, Hub. Und wenn du richtig baggern willst, dann machst du normalerweise, du setzt den Greifer vorne, ist in der Anleitung beschrieben, du setzt den Greifer auf den Boden ab oder lässt ihn ins Material fallen. Natürlich jetzt nicht aus 5 Meter Höhe voll runterrauschen lassen, sondern du setzt den Material rein, ziehst die Grabwinde, die schließt den Greifer dann vorne zu. Und wenn der Greifer kurz bevor er ganz zu ist, dann kannst du den Hebel nach Hüben ziehen, du hältst ihn in hinterer Position, dann laufen beide Winden. Also du ziehst den dann so schräg auf dich zu, dann läuft die Grab- und die Hubwinde gleichzeitig und dein Greifer wird mit Material geschlossen gehoben. Wenn du geschlossen hast und lässt hier los und machst nur die Hubwinde, kannst du den Greifer wieder einfach öffnen, weil dann ist diese Winde, die untere, nicht kraftschlüssig geschaltet. Und die spulst dann einfach ab und dein Greifer geht wieder auf. So, zum Thema, wenn du heben tust, ganz wichtig gleich, wenn du den Hub beendest, weil dein Greifer zum Beispiel kurz oben vor der Auslegerrolle ist und du möchtest stoppen, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese zwei Pedale da zu treten. Loslassen den Hebel und sofort gleichzeitig die Pedale treten. Wenn du das nicht machst, dann rauscht der Kübel da vorne einfach ungebremst wieder runter. Das sind die zwei Windenbremsen. Die sind jetzt momentan bei mir hier mit dem Klinkensperrhebel. Der sitzt bei mir hier drüben. Sind sie gesichert. Ich kann den Klinkensperrhebel hier vorne einrasten. Dann sind die offen und frei.
Wenn ich jetzt hier runter gehe, müsste der Kübel eigentlich vorne noch ein bisschen absinken. Genau. Weil der ist nämlich leicht auf Vorspannung. Das sieht man. Genau. So. Ich stehe normalerweise in dieser Position. Ja, ist ein wenig eine ungünstige Position, aber tatsächlich beim Baggerbetrieb, es funktioniert. Stell dir das so vor. Du nimmst Material auf. Du hebst deinen Greifer gleichzeitig geschlossen an. Jetzt willst du den Hub beenden, weil du zum Beispiel schwenken willst auf deinen LKW oder ja, zum Abladeplatz. Dann musst du in diesem Moment, wo du diesen Hebel hier loslassen willst, die Füße hier an die Linden setzen. Und dann Hebel los und auf die Bremsen drauf. Ja, das ist halt richtig Arbeit. Seilbagger eben ist nichts automatisch gebremst, das gab es erst bei den ganz späten Fuchs, die hatten Differentialwindenbremsen, nannte sich das. Würde jetzt zu weit führen, wenn ich das erkläre. Falls es dich interessiert, kann ich es dir erklären. Auf jeden Fall, so ist jetzt gebremst. Jetzt würde der geschlossene Greifer mit Material oben gehalten. Natürlich, die Füße kann man anders draufsetzen. So, der würde jetzt gehalten. Jetzt kannst du schwenken und dann kannst du, wenn du dieses Pedal loslässt, sachte loslassen, den Greifer öffnen und kurz bevor der Greifer ganz offen ist, das muss man ein wenig im Gefühl kriegen, sollte man die Winde wieder leicht packen lassen, damit eben hier kein Schlafseil entsteht. Das ist immer wichtig. Schlafseil, wenn das ganz wild und bunt draufgewickelt ist, dann machst du dir die Seile kaputt. Das ist alles Übungssache. Am Anfang habe ich ja ab und an nochmal Schlafseil gehabt. Geht auch ganz leicht zu lösen, das wieder wegzukriegen. Muss nicht aber offen sein, der Bagger hier, dass man da reinfassen kann. Sollte man sowieso nicht, weil wenn man den Finger da drauf wickelt, ist auch nicht gesund. Auf jeden Fall, dann gehst du, wenn er kurz bevor er offen ist, hier wieder sachte drauf und bremst nicht. Wenn du dein Material, was du gegriffen hast, am Boden absetzen möchtest, geschlossen und nicht fallen lassen möchtest, dann musst du, das ist auch wieder Übungssache, beide Winden loslassen. Weil dann natürlich die Hubwinde auch loslässt. Und wenn die Hubwinde loslässt und die Grabwinde loslässt, dann öffnet der Greifer nicht, sondern der Greifer wird geschlossen gesenkt. Das ist, wie gesagt, ein bisschen blöd zu erklären, aber das funktioniert tatsächlich. Nur wenn ich es dir erklären will, wenn der Bagger läuft, dann verstehst du kein Wort. So, soviel zur Funktion von diesen Winden. Nochmal auf den Rückwärtsgang zurück. Ja. Bei mir wäre jetzt der Rückwärtsgang geschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt die Winde bediene, durch das, dass es jetzt umgekehrt ist, würde jetzt die Grabwinde abgespult werden und würde jetzt so die Hubwinde abgespult werden. Macht im Greiferbetrieb nicht sonderlich viel Sinn. Das brauchst du nicht. Aber im Kranhakenbetrieb macht es für mich sehr viel Sinn, weil ich eben absolut kraftschlüssig senken kann. Der Haken läuft dann in der Geschwindigkeit, wo die Winde abgespult wird, sachte abwärts. Natürlich musst du bei Last wieder dran denken, wenn du den Hebel loslässt, Kraftschluss weg, Kupplung gelöst, dann rauscht die Winde runter. Das heißt, in dem Moment muss wieder Fuß auf der Bremse stehen. Ja, immer wichtig, Bremse, Bremse, Bremse. Genau. Jetzt auch hier noch einmal, linkes Pedal, Grabwinde, rechtes Pedal, Hubwinde. Das ist jetzt auch die Erklärung, wo ich dir geben wollte, weswegen ich die Seile linke Seite Grabwinde, rechte Seite Hubwinde drin habe. Weil dann ist das einfach leichter zu merken. Dann hat man das leichter drin. Und wie gesagt, hier ist Funktion hinten Grab, seitlich Hub. So, das mal der erste Punkt, der erste Hebel und die wichtigsten Bremsen. Das Pedal hier ist ganz normal deine Fußbremse, also da kannst du drauf sappen und die kann ich, ich weiß nicht, das müsste bei dir auch gehen, mit diesem Sperrhebel hier dann einfach einhängen, da kann ich sie blockieren. Ich muss das tatsächlich momentan machen, weil bei mir keine Handbremse funktioniert. Ich habe hier eine Handbremse, das ist dieser Hebel. Den kann ich auch anziehen, der hat aber dummerweise bei mir momentan keine Funktion, da muss ich noch Schrauben unten ergänzen. Oder was bauen, weil der Hebel ist absolut frei, der macht gerade gar nichts. Deswegen bremse ich meinen Bagger jetzt über die Fußbremse und raste die ein.
Ist aber keine Dauerparklösung, weil irgendwann natürlich dein Bremszylinder das Öl durchlässt, beziehungsweise die Bremsflüssigkeit. Und dann kann es natürlich passieren, wenn du am Hang stehst, dass er da rollt. Deswegen parke ich am Hang im Gang den Hebel hier, Fahrposition ist ganz hinten, und den Hebel hier entweder vorwärts oder rückwärts, weil dann sind die Lamellenkupplungen hier drüben, diese da, im Eingriff, und dann steht der Bagger im Gang drin. Dann kann auch nichts mehr passieren. Zusätzlich lege ich immer noch Klötze drunter.